Ach ja, der Uli, ich habe gedacht, er will vorbeikommen auf ein Café oder auf ein Bier. Und dann hat er mir dieses Angebot gemacht und ich habe natürlich sofort zugesagt. Ich weiß nicht, was ihr den jungen Leuten auch mitgeben können, aber ich glaube, wie man Sachen löst, wenn man was erreichen will, wie geht man an die ganze Sache heran und an was muss man glauben bei der Geschichte. Naja, also für mich ist es natürlich nicht nur toll, sondern grandios, weil es ist alles, also du musst erst einmal die Location finden, wo das alles zusammenpasst, wo auch Motivation entstehen kann. Wenn du das irgendwo im Wald, wo es regnet und kein Mensch sieht es oder wo ich keinen Hintergrund habe, wo ich auch so eine tolle Plattform habe, das machen kann, ist grandios. Das ist eine unglaubliche Truppe und man sieht natürlich, dass das Ganze auch von ganz oben her so gesteuert ist und deswegen funktioniert alles gut. Was mir so unglaublich gut gefällt, ist, dass diese jungen Leute alle auf einem Haufen sind und an einem Stand sind. Man sieht es natürlich auch beim Bauziehen. Ganz gut, ganz deutlich. Das ist ganz spannend, das ist die nächste Generation, die jetzt da auf uns zukommt. Und die sind natürlich auch vom Ehrgeiz getrieben, um das Bestmögliche abzuliefern. Und die wollen, und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und das habe ich heute so bemerkt und das hat mir auch am besten gefallen. Also ich finde es total cool. Das hat es leider bei mir zu Hause oder zu meinen jungen Jahren, wo ich die Lehre gemacht habe, leider nicht gegeben. Und dass das Ganze so länderübergreifend ist aus ganz Europa, die ganzen Fachleute hier sind die Jungen, die eigentlich unsere nächste Generation sind, dass man die da wirklich alle hier mit Wettbewerb motiviert und so weiter und aufzeigt, was man machen kann, finde ich einfach sensationell. Es ist egal, ob du ein Handicap hast oder nicht. Wenn du was unbedingt willst, kannst du dir es wünschen, aber du musst es auch umsetzen und dieses Kind in diese Welt holen. Und ich muss alles dazu machen, damit ich glücklich bin. So kann ich absolutes Glück empfinden. Und ich glaube, das sollte auch das Hauptmotiv sein, glücklich zu sein auf dem Planeten.